Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist jetzt das erste Gaming-Video seit langem, was ich jetzt extra für den Kanal aufnehme. Und ja, wir spielen LS Elderbach, ich habe alles neu einrichten müssen. Aber eigentlich ist das wie beim ersten LS Elderbach, also fast, halt andere Maschinen und so. Und ja, wir starten auch gleich mit dem Gameplay. Hier mein Fahrzeug, Anhänger. So, Hühner habe ich, Schweine habe ich auch schon. Da habe ich extra ein bisschen was anliefern lassen. Hier 100.000 Liter Weizen und 100.000 Liter Schweinefutter. Hier die anderen Maschinen halt. Schweine sind halt da drinnen. Den muss ich noch füttern, den fütter ich jetzt gleich. Maschinen, auch Fahrzeuge halt. Und ja. Als allererstes würde ich sagen, ich fütter mal die Hühner. Dann müsste aber eh alles dann dort gehen. So. Okay, das müsste passen. Ja, das wird halt wieder so ein RP-Ding sein. Also, wenn ihr wisst, wie was waren. So. Ja, das passt schon so. Füllen wir mal ganz auf. Ich meine, die Hühner habe ich heute in der Nacht bekommen. Und ja. Aber die 100.000 Liter gehen auch bald mal weg. Bin ich eher nicht. Normalerweise würde ich das gerne mit der Schreibtruhe machen, weil wenn ich es mal aufgefüllt habe, fülle ich halt jede immer in der Früh auf. Das kann ich mit der Schreibtruhe machen, weil ich glaube, weil ich halt glaube, dass sie nicht so viel essen. Und deswegen kann ich es, glaube ich, mit der Schreibtruhe auch immer in der Früh machen. Da muss ich nicht immer direkt so laut sein in der Früh. So, die Schweine brauchen auch eine Futter. Das wollen wir jetzt gleich. Und dann müsste es eigentlich
passen. Ja, der hat ja seinen Arm. So. Füttern wir schnell. Dann muss ich noch was im Katalog schauen. Weil mir ist aufgefallen, mir fehlen zwei. Aber in Frage. Mir fehlen zwei Maschinen. Wenn das stimmt, wenn nicht, dann fehlt mir eine, was ich sicher weiß. Und ja. Ja, ich habe jetzt glaube ich nur gebrauchte Maschinen, soweit ich weiß. Weil die halt einfach günstiger sind. Also, ich bin ja nicht so ein großer Bauer. Und es ist besser, wenn ich günstiger kaufe, dann kann ich auch mehr kaufen und habe noch Geld für jetzt zum Beispiel. Für zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn ich eine Maschine unbedingt brauche, weil ich vergessen habe, die zu kaufen. Weil den Hof, den habe ich auch erst seit. Wie lange ist das? Circa einen Monat habe ich ihn gekauft, Maschine bestellt. Und dann vorher Essen bestellt, also Fressen für die Tiere. Und dann habe ich die Tiere halt gekauft. Ich muss auch schauen, weil ich würde gerne für die Zukunft mal schauen, wie das ist mit den Kühen. Weil Kühe würde ich auch gerne in der Zukunft haben. Und ja, wie das da halt ist. Ich muss sowieso mal zum Rathaus anfragen, nur wann ich das mache, weiß ich nicht. Weil den Hof, den habe ich ja geerbt. Dann habe ich eine Maschine verkauft. Und halt eine neue bzw. gebrauchte Maschine gekauft. Weil die anderen waren ja richtig alt. Und ja. Es ist besser, ein bisschen neuere Maschinen als ganz alte Maschinen. Ja. Hier ist halt immer knifflig zum Umdrehen. Weil es halt alles so eng ist. Und ja. So, ja, Licht abdrehen. Schauen wir mal, welchen habe ich für den Forst gekauft? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, den müsste ich für den Frost gekauft haben. So. Ich
Ich muss schauen, weil wenn er da nicht anspringt mit dem Wald, dann haben wir ein Problem. Er muss sich zurücklaufen. Und dann halt eben Reparaturkit kaufen. Was heißt kaufen? Holen. Das heißt, ich muss extra, wartet, ich muss herlaufen, da einsteigen, den ankoppeln und dann muss ich den Reparaturwagen nehmen und hinbringen. Das ist halt sehr viel Arbeit. Warte, ich schau kurz auf die Karte. Da habe ich auch meine Felder schon markiert. Das ist mein Bauernhof. Dann hier einmal ein Feld mit Gras. Einmal Weizen, einmal Gerste, nochmal Gerste. Und Hafer habe ich hier auch. Wo ist mein Wald? Hier ist mein Wald. Ja. Da fahren wir aber jetzt nicht hin, wir fahren hier hin. Da müssen ein paar Bäume gefällt werden. Und da schauen wir halt vielleicht später hin, wenn ich genug Zeit habe. Ich möchte auch nochmal hin, ob ich vielleicht ein bisschen noch an Holz herbeischaffen kann, ein paar Spitzen abbrochen sind, etc., damit ich Holz krieg. Und damit ich halt ein bisschen mehr Geld bekomme. Damit ich mal halt, ein bisschen was zusammensparen kann. Oder wenn ich Geld ausgegeben habe, dass ich das wieder reinbekomme. Weil das halt nicht so billig ist in der Landwirtschaft. Und ich halt jederzeit Geld brauchen könnte. Das ist halt das Ding. Schauen wir nochmal auf die Landkarte. Aber hier müsste der Weg rein sein. Genau. So. Schauen wir mal, welche Bäume das sind. Ich glaube einmal der hier. Ja, genau. Und einmal der hier müsste das sein. Die kann ich eigentlich direkt wählen. Baumfeld. Bisschen im Asten. Die Spitze bis dahin ab, oder? Ja. Das Hölzchen können wir wieder da irgendwo im Wald reinschmeißen. Oh. Einmal der war das. Müsste es der gewesen sein. Weil die sind halt schon gefährlich, weil sie ja doch schon älter sind und halt ich habe gesehen, dass die zwei an der Spitze schon ein bisschen verrottet sind. Deswegen, ja. So, immer ein Stück als Probe. Dann wieder einschmeißen. Zwei Bäume, einer war noch. Ich glaube, das war der. Der ist von
Ungeziefer befallen. Hat er sich jetzt den Boden gefressen oder was? So, echt zu schleppen? Nee. Einmal die Qualitätskontrolle. Ja. Das kann wieder dran. Gut. Ungefähr. So. Das kann ich auch noch mit der Hand tragen. Ungefähr wieder. Oh. Mach ich das auch noch? Nee. Und da würde ich halt da einmal schneiden. Das passt weit. Dann schauen wir mal, hier ist die Spitze. Dann werde ich einmal hier in der Mitte so schneiden. Ja, das wird wahrscheinlich kürzer. Aber das macht nichts. Es ist dafür ein bisschen länger. Wo war der andere Baum hier? Hier. Einmal hier. Und einmal hier. So. Schauen wir mal. Ich würde den hier gerne. Ups. Ganz unten haben. Dann. Upsi. Den hier so. Und den hier dann so. Ich würde jetzt gerne mal
Würde ich gerne mal hinfahren. Würde ich gerne mal oh. Schauen wir mal, wie das geworden ist, aber ich schätze es so weit ein, dass es gut geworden ist. Ach, ist schon wieder was passiert, oder was? Oh. Da habe ich ein paar Schwierigkeiten. Bitte kipp jetzt nicht um, bitte kipp jetzt nicht um. Ich glaube, er kippt um, bin ich ehrlich. Was denn? Wie machen wir das am besten? Mal auf die Uhr.
25 Minuten, das geht ja noch. Mach mal halt eine große Folge. Jetzt musst du groß und stark sein, okay? Eberkran. Ja. Muss mich halt noch ein bisschen eingewöhnen. Es ist oh. Einen Hammer noch auf der Seite. Halt ein bisschen größer und daher so. Oh.
Warte, ich muss noch mal schauen. Wo habe ich ihn noch mal gespielt? Hier. Achso, der ist schon weg. Na dann. Der hier. Ich würde halt einmal hier so rausfahren. Einmal auf die Wiese kurz. Oh, achso, ne, ich muss ja erstmal die Spanngurte wieder abmachen. So, jetzt. Nee, da war ja was. So. Mist. Oh. Oh, aber jetzt. Noch ein bisschen tiefer. Ich darf es halt nicht ganz ausstrecken. Aber meine lieben Leute, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt schlau. Ciao, ciao.